Elfi, hast du meinen Schlips gesehen? Tschüss, meine lieben Mäuschen. Treffer. Was steht denn hier so? Bist du das? Das stimmt nicht. Das ist Tiger Queen. Tiger was? Mein Schlips hast du auch nicht gesehen. Schlips? Dann hauen die ihn endlich ab. Hast du meinen Binder gesehen? Was ist denn für ein Binder? Na, meinen Schlips, den dunklen mit den... Damit die Punkten. Willst du dir überhaupt anziehen? Ich bin bescheuert aus. Schlüsschen! Doch, nein! Doch! Wir müssen uns beeilen, sonst kommen wir zu spät. Kannst du mal zumachen? Jedes Mal, wenn wir weggehen, musst du dieses bescheuerte Kleid anziehen. Kannst du ihr nicht das Kleid zuknöpfen? Für meinen Schlips interessiert sich hier wohl keiner. Dann geh doch ohne. Hör mal, zum dunklen Anzug. Anstellungskonzert, keine Unmusik. Na, was ist denn? Ach, wie lange dauert das denn noch? Mama! Oh. Mama, ich hab Hunger! Ja, also lass mal los. Timmy, hilf du mir mal. Dein Bruder schafft das nicht, ne? Komm. Immer ich. Kannst du Timmy nicht mal ein Brot machen? Ist der jetzt ein Baby oder was? Danke, Timmy. Du kommst nicht so spät wieder heute Abend. Hm? Ja, du auch nicht. Manu, hab ich einen Huhn gemacht. Wir Brot, wir müssen los. Mama, ich werde Marathonläufer. Ich bin vom Schlafzimmer bis hierher gerannt. Ja, wunderbar. Nur Papa braucht den Schlitz. Manu, ist mir heiß. Wann geht ihr denn? Ich muss noch den Dracula filmen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich weiß, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Da. Ja, da ist er ja. So, tschüss, mein Schatz. Unser Schirm war? Hm? Ja, hör mal, ja? Den Schlips kann ich doch unmöglich umbinden. Sollen wir den Schirm mitnehmen? Mama? Ja? Du, Mama? Kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ich mal in deinem Bauch gewesen bin. Na, ich meine, du bist so jung und ich bin schon so alt. Oh, hey, tschüss, mein Großer. Du, Papa? Darf ich heute in deinem Bett schlafen, wenn ich mich grusle? Grusle. Tschüss, mein Bein. Schlaf schön. Der Schlüssel. Sind die Verholten nicht weg?
klingelst du denn wie würde? Ist der Pit da? Pit? Pit, hier ist jemand für dich! Wer? Wer denn? Na, wer denn? Ich bin die Anna. Anna! Anna? Was für eine Anna? Ich bin halt Anna. Der kommt gleich, zieht sich nur noch die Hose an. Hallo Anna. Hallo Pit. Du bist im Moment ein bisschen schlecht. Ich wollte gerade ein Superfly. Na, weißt du, ich wollte... Ich hab's eilig. Ist irgendwas? Wie geht's dir denn? Ich wollte eigentlich nur mal was zeigen. Was denn? Wirklich? Deine Schwester? Das ist Borei. Borei? Was ist denn das für ein Name? Bo, es kommt von Bobby. Das habe ich meinen Vater mal genannt. Und Rai von den Sieben Samurais. Das war der Film, den wir uns mal zusammen angeguckt haben. Nimm's mal wieder. Das ist schon ganz schön schwer, findest du nicht auch? Schon fast 12 Pfund. Nimm ihn mal trotzdem wieder. Ist nämlich dein Sohn und du sollst ihn haben. Wie? Mein was? Na hör mal! Hier, nimm mal wieder. Ich meine, wir haben nur... Das ist doch schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, ich spinne. Es ist dein Sohn und du kannst ihn behalten. Huch, er bewegt sich ja. Kannst du ihn mal wieder nehmen? Ich meine, ist ein bisschen schlecht momentan. Aha, ein bisschen schlecht momentan. Ach, die Schnauze. Ich wollte ihn dir bringen, deinen Sohn. Weißt du, ich glaube, der hat es bei dir besser als bei mir. Meine Mutter, die liegt schon seit 4 Wochen im Krankenhaus. Und ich will als Au-pair-Mädchen nach England. Was du meinst, das Kind ist von mir? Das kann ich mir nicht denken. Das kann ich mir überhaupt nicht denken. Das kann gar nicht sein. Niemals, nie. Weißt du, Pit, du warst zwar nicht toll, aber du warst trotzdem der Einzige. Bislang. Siehst du, du warst gar nicht so toll. Hab ich's mir doch gedacht. Mann, ich will Abi machen, studieren, Informatik. Und du, für dich ist es doch viel einfacher als Friseurlehrling. Als Frau überhaupt. Also erstens will ich Dolmetscherin werden. Und zweitens von wegen überhaupt. Es ist besser, wenn du ihn behältst. Heute fahre ich nach Yorkshire. Ingrid bringt mich zum Bahnhof. Und vergiss nicht, er heißt Borei. Ich doch nicht. Nun nimm doch mal. Nicht mein Sohn. Sieht ja aber ähnlich. Siehst du? Ziemlich. Verstehst du nicht? Vater Pit, Sohn Borei. Spinnst du? Mann, ey, die was kapiert. Ich glaube euch kein Wort. Pit, sie wieder. Nimm. Ja, ich nicht. Hier. Mach meine Hose. Ist das wirklich dein Kind? Oh. Ist in deinem Fahrrad Luft drin? Seid zu lieb, pass das Kind auf. Fahr zu anderen, bring das schon nach morgen, ja? Manu, wenn ich das morgen in meiner Klasse erzähle. Wie geht es denn einfach? Hm?
ganz Hunger. Was isst denn so ein Baby? Karotten, da sind Vitamine drin. Quatsch, Mann. Das hat ja noch gar keine Zähne. Das trinkt Milch. Davon haben wir nur noch ganz wenig da. Mann, ich meine natürlich Muttermilch aus der Brust. Meinst du wirklich? Na klar, kannst du mir glauben. Ist doch schließlich noch ein Säugling. Probier's doch mal. Ich? Nee, mach ich nicht. Lass ihn doch mal probieren, vielleicht klappt's. Spinnst du? Du darfst aber nicht hingucken. Mhm. Aua, das beißt ja. Der braucht Milch. Wenn wir da fragen wollen, dann geh du fragen. Ich trau mich nicht. Ich habe ein Baby. Und es ist noch ziemlich klein. Was ist es denn so, wenn es Hunger hat? Es trinkt noch Milch. Muttermilch? Könnten Sie... Ich meine, haben Sie noch was übrig? Was denn? Na, Milch. Wie viel brauchst du? Ich habe nur ein bisschen Haarmilch. Nee, keine Haarmilch. Wozu brauchst du denn die Milch? Für Kaffee. Wir wollen Kaffee trinken. Ich habe noch eine Büchsenmilch. Vielleicht hilft euch die Walter. Warte mal. Ich kann nicht laufen.
Schäfchen! Guck auf dieses Baby hier und dann gehen alle auf den Fußboden. Komm schlafen, morgen ist es bestimmt wieder weg. Millie, was ist das für ein Kind? Was denn für ein Kind? Siehste, es ist nichts. Komm schlafen. Ich bin gar nicht betrunken. Timmy, wie kommt dieses Baby hierher? Was ist ein Samurai? Und du bist der Vater? Samurai? Ich weiß gar nicht, was du hast. Sieht doch ganz niedlich aus, wie es da so schläft. Ist das wahr, Pitt? Stimmt das? Oh mein Kopf! Seit 10 Jahren nehme ich diese verdammte Pille und der bringt mir ein Kind ins Haus. Aber ohne mich. Morgen bringt ihr das Kind wieder zurück. Zur Mutter, ins Heim oder sonst wohin. Wir wollen damit nichts zu tun haben.
Hast du was mit dem Wolfsbock bekommen? Mhm. Wer ist eigentlich der Kleine? Weiß ich nicht, ist doch Spitzbaby. Machst du mit abheben? Hab keine Lust. Was wird denn das? Mann, nerv mich nicht. Es wird ein Jäckchen für Korall. Timmy, kann der Woral heute mal in dein Zimmer schlafen? Was, der Schreihals? Moment, ich schreibe noch eine Klausur und muss unbedingt mal auspennen. Na, bist du blöde? Frag doch Mama! Hey! Wie lange bleibt er denn noch hier? Du Pitch! Weil selber mein ich ja von Baby Sachen. Sag Timmy. Sag Pitch, ich hab dir ein paar Baby Sachen mitgebracht. Ist nur von einer Freundin. Tag, Frau Lübermann. Das Netz von Ihnen. Schönen Dank. Die Dame kann ich die gebrauchen. Du musst mindestens alle 3 Stunden die Windeln wechseln. Ich werde schon hinkriegen. Ich muss los. Ich finde es nicht richtig, aber ich finde es toll, dass du es machst. Blöd ist das, richtig saublöd! Was hat der denn, unser Großer? Ach, lass mich doch in Ruhe! Der Nerv, Mann! Was ist los? Was hast du? Bitte, Timmy, ich muss weg. Keiner mag mich. Alle wollen sie nur dieses blöde Baby sehen. Dann kommt es dann endlich weg. Timmy, das ist Pits Entscheidung. Das müssen wir ihr überlassen. Der ist doch viel zu blöd dazu. Du kannst mir ein bisschen helfen. Ich muss los. Wir reden heute Abend darüber, ne? Hallo? Ja, am Apparat. Wie bitte? Ach so, ja, ich schreib's auf. Kinderheim Lerchenhof. Thank you.
du nicht mehr aufmachen. Guten Tag. Mein Name ist Trostlos. Ich bin die zuständige Sozialarbeiterin für euch. Wir brauchen nichts. Ist dein Vater oder deine Mutter zu Hause? Es ist nämlich, es handelt sich um das Baby. In eurem Haushalt befindet sich doch das Baby von der Anna Severin. Tja, dumme Sache, wenn deine Eltern nicht da sind. Was ist denn mit dem Baby? Die Mutter hat das Kind zur Adoption freigegeben. Ich muss es eigentlich mitnehmen. Wo ist denn das Kind? Dieser Boris... Borei Severin. Hier gibt's kein Kind, hier sind alle schon erwachsen. Das ist mein großer Bruder, der spinnt manchmal ein bisschen. Entschuldigen Sie, ich muss zur Schule. Auf Wiedersehen. Doch, dann ganz gut. Es
Nicht, das muss auch wieder. Jetzt kann man die beiden Enden so zusammenpacken. Du machst es da und ich mach's hier. War nicht so fest, ganz ruhig. Mhm. Schön heiß trinken. Der schreit und schreit. Warum schreit er denn so? Du musst ihm ein Fläschchen geben. Verdammter Mist! Was machen wir denn jetzt? Du kannst den Schnuller doch über die Druckerflasche stülpen. Das funktioniert. Wenn ich dich nicht hätte. Guten Tag. Ich bin Frau Toastlos von der Familienfürsorge. Ist jemand da? Ja, aber ich habe eine Grippe. Eine asiatische. Ist denn deine Mami nicht da? Die arbeitet doch. Oder dein Vater? Ich habe mich nämlich angemeldet, schriftlich. Wer ist es denn?
von der Familienfürsorge. Bitte sei. Ich habe leider völlig vergessen, dass Sie heute kommen wollten. Tut mir leid, aber heute ist es ganz schlecht. Wissen Sie, mein Sohn hat eine starke Erkältung, meine Frau ist arbeiten, meine Tochter ist im Kino, der Große auf dem Fußballplatz, muss ja auch mal sein. Also, heute ist es ganz schlecht. Herr Hübenthal, das ist jetzt die wiederholte Begehung, die Sie verhindern oder unmöglich machen. Können Sie mir einen Grund dafür nennen? Ja, natürlich. Sie können mich mal am Arsch lecken. Danke. Das ist doch wahr. Komm, mein Scheißerchen, jetzt gehen wir einen trinken. Und jetzt lacht er. Er hat schon ganz schön zugenommen, der Boral. Ich könnte ihn auch fressen. Ein Brief vom Jugendamt. Was soll denn die schon sehen? Mach doch schon auf. Komm, lief mal vor. Steht denn drin? Ja? Nur Stress. Wo war sie uns heim?
Sohn ist der Vater. Natürlich ist der Sohn der Sohn. Der Sohn ist der Sohn vom Sohn. Also ich bin der Großvater, weil wenn der Vater der Sohn vom... Ich bin der Vater. Tag, Timmy. Wollen wir mal tanzen? Weißt du nicht, dass ich dich sehr gern habe? Der jüngste Onkel in der Straße. Vielleicht sogar in unserer Stadt. Eins musst du mir versprechen. Du darfst niemals erwachsen werden. Niemals, ja? Thank you.